Nordhessen gegen Südhessen. Die Rivalität verstehe ich einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Wir sind doch ein Land. Ja, hey, komm's vorbei, ey. Gleich ist Anstoß. Spiel kommt doch auf Sport 1. Hä? Hey, was ist denn los? Ist schon wieder zu. Ich glaube, ist ausverkauft. Ist ausverkauft? Schon wieder? Gegen Hoffenheim 2? War letzte Woche auch so, gegen Völkling. Scheiße, ey. Ja, komm, ey, dann gehen wir zu den Huskies. Okay, ja, das ist immer frei, stimmt. Geile neue Wohnung habe ich. Du hast eine geile neue Wohnung? Ja. Wo dann? Hier im Vorderen Westen? Nee, in Offenbach. Ja, geil. Hier, den Darmstädtern habe ich den Durchmarsch in die erste Liga so richtig hart gegönnt. Mhm, ja. Das hat mich so richtig gefreut. Ja, das ist echt schön. Also es ist fast so schön, als wenn wir selber aufgestiegen wären. Oh, Wahnsinn. Wenn ich nur an den Thorsten Bauer denke. Ach, hör mir auf. Was für ein Versager, was für ein Chancentod. Der hat 4 bessere Stürmer als den. Den hätte ich auch zum Laufen in die Augen geschickt. Ja, wie der Hock, der Christian Hock. Der hat sowieso, der hat eigentlich nur gute Entscheidungen getroffen. Ja, absolut. Guter Mann. Ja. Hier, sag mal, kannst du dich noch an Bobo erinnern? Bobo Meier? Ja klar, da ging mir richtig auf den Sack. Ja. Viel zu ruhig, der Typ. Absolut. Kassel ist schon eine geile Fußballstadt. Ja, echt am Spieltag, ne? Jeder in Rot-Weiß, jeder. Da kann sich Dortmund, Gelsenkirchen und Bremen echt eine Scheibe abschneiden. Pfeifen, ja. Stimmt. Kassel. Ich finde ja, Meister müssen überhaupt nicht aufsteigen. Da war der Giese noch mal ein anderer Typ. Ja. Immer, richtig große Fresse. Auf und neben dem Platz.